Jeder Hund, der in Bezug auf Ernährung, Fellpflege und allgemeine Hygiene gut gepflegt wird, sollte kein Geruchsproblem haben, da gesunde Hunde normalerweise gut riechen. Einige Rassen riechen jedoch weniger als andere, was wir in diesem Tiere-Schlau-Video als Top 10 der Hunde zeigen, die im Allgemeinen nicht zum Riechen neigen. Pudel. Pudel zeichnen sich als Hunde aus, die nicht dazu neigen, ihre Haare zu verlieren. Obwohl sie nicht oft ausfallen, muss ihr Fell dennoch regelmäßig gebürstet und gepflegt werden. Pudel neigen dazu, an atopischer Dermatitis zu leiden. Ein Problem, das zu Sebeurö und folglich zu einem schlechten Körpergeruch führen kann. Ohne Dermatitis gelten sie als geeigneter Hund für Allergiker. Bedlington Terrier. Sie sind mittelgroße Hunde, die entweder nicht oder weniger intensiv riechen, weil ihr Fell nicht abfällt. Wenn du überlegst, einen Bedlington Terrier zu adoptieren, solltest du wissen, dass er viel körperliche und geistige Stimulation braucht. Andernfalls können sie destruktive Verhaltensweisen zeigen. Kerry Blue Terrier. Dieser Hund ist eine Rasse irischen Ursprungs und mittlerer Größe. Sie haben ein welliges Fell, das an der Schnauze lang wird, um ihnen einen Bart zu verleihen. Dieser erfordert die Pflege, um ihn nicht nur sauber zu halten, sondern auch Kletten und Knoten zu vermeiden, die schlechte Gerüche fördern können. Diese Rasse verliert außerdem auch nicht viel Fell, was zu ihrem Ruf beiträgt, eine der am wenigsten stinkenden Hunderassen zu sein. Barbet. Eine französische Hunderasse und eine der ältesten Hunderassen sowie eine, die nicht viel riecht. Ihr lockiges Haar bedeckt ihren gesamten Körper und enthält eine dichte Unterwolle. Das hat sich aus ihrer vergangenen Zeit als Wasserhunde entwickelt. Teilweise aufgrund ihrer geselligen, liebevollen und verspielten Art sind sie jedoch eher als Begleittiere zu finden. Pont-en-Demeure Spaniel. Das Fell dieses Hundes ist dafür bekannt, nicht fettig zu sein. Der charakteristische Hundegeruch ist auf natürliches Teig zurückzuführen. Hunderassen, die weniger dieser Sekrete produzieren, neigen dazu, einen weniger wahrnehmbaren Geruch zu haben. Dieser französische Spaniel ist ebenfalls mittelgroß und versteht sich sowohl mit anderen Hunden als auch mit Kindern gut. Briard. Diese Exemplare riechen nicht aufgrund ihres charakteristischen trockenen Fells, das einen guten Schutz vor widrigen Wetterbedingungen bietet. Diese französischen Hunde wurden ursprünglich als Hirtenhunde für Rinder eingesetzt und genossen hauptsächlich das Leben im Freien. Es ist bekannt, dass sie Probleme mit anderen Hunden entwickeln, vielleicht weil sie ihren Instinkt für Vormundschaft und Schutz behalten. Bouvier de Flandre. Diese Hunde sind robust und groß. Sie akzeptieren nicht immer die Anwesenheit anderer Hunde, da sie ziemlich territorial sein können. Sie können aufgrund ihres trockenen und matten Fells zu den geruchslosen Hunderassen gezählt werden, erfordern jedoch eine regelmäßig effektive Pflege. Spanischer Wasserhund. Wie du sehen kannst, neigen viele der am wenigsten stinkenden Hunde zu lockigem Haar und der spanische Wasserhund ist keine Ausnahme. Diese Tiere sind sehr brav und zeigen eine große Lernfähigkeit. In der Tat können sie, wenn ihnen an Bildung mangelt, Verhaltensprobleme entwickeln, weil sie zu wenig stimuliert werden. Obwohl sie nicht viel Fell verlieren und im Allgemeinen besser riechen als andere, sind sie etwas anfällig für Knoten und Kletten. Portugiesischer Wasserhund. Dieser Spaniel ist etwas größer als der spanische Wasserhund, da er 25 Kilogramm wiegen kann. Sie sind intelligent, relativ leicht zu trainieren und sehr aktiv sowie stark, loyal und neugierig. Sie gehören zu den Hunderassen, die aus dem gleichen Grund wie der spanische Wasserhund nicht riechen. Das heißt, sie haaren nicht, obwohl ihr Haar lang und wellig ist und häufig gepflegt werden muss. Labradudel. Wie der Name schon sagt, sind sie eine Kreuzung zwischen Labrador und Pudel. Die Absicht ihrer Kreation war es, einen Hund zu entwickeln, der als Leitfaden für Allergiker dienen kann, indem er die Assistenzkapazität des Labradors und des Pudels nutzt, das nicht abblättert. Die ersten Labradudels stammen aus den 1980er Jahren und haben sich in Australien entwickelt. Es sind Hunde, die leicht lernen und sich an das städtische Leben anpassen, obwohl sie aufgrund ihres hohen Energieniveaus Bewegung benötigen. Wenn du daran denkst, einen dieser Hunde zu adoptieren, teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit und wir sehen uns beim nächsten Mal.